Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick frei zockt Fußball Manager 13 im Mikromanagement. Wir haben eine lange Woche vor uns und zum Abschluss haben wir ein Spiel gegen Las Palmas. Also stürzen wir uns mal in die Arbeit und legen mal los. Der Trainingsplan sieht eigentlich soweit ganz annehmbar aus. Wir haben mittlerweile aber drei Trainer. Sollten wir uns erstmal drum kümmern, dass wir hier zum Beispiel den stärkeren Trainer in vielleicht die Trainingsgruppe. Ja, nee, obwohl, passt. Passt. Das passt auch. Ja, irgendjemand hat geschrieben, wir hätten einen zu schlechten Amateurtrainer. Finde ich persönlich jetzt nicht. Der hat A, die Talentsterne, dass er sich von der Stärke her steigern kann und hat Taktik 73. Und um Taktik 73 brauchen wir bei der zweiten Mannschaft zur Steigerung der Taktikwerte, damit die Jungs schön taktisch ausgebildet in die erste Mannschaft wechseln können, wenn sie denn. Und warum ist der jetzt nicht spielberechtigt, der Marc, für die Liga? Hä? Achso, weil wir den aus der Jugend geholt haben, der war da noch nicht spielberechtigt. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ist nämlich unser linker Mittelfeldspieler, der ist jetzt gesperrt. Sowas Dummes. Wen setzt man da jetzt ein? Kandu? Ah, nicht gut, aber Kandu besser wie... Nee, er hier. Er hier kann gut. So, okay, Lösung gefunden. So, erste Mannschaft sieht auch nicht viel besser aus. Da haben wir einen Gelb gesperrten, da haben wir einen Verpriest, der 4 Tage ausfällt. Und da haben wir einen Mongil, der 1 Tag ausfällt. Also Mongil, der ist bald bei uns und ich hoffe, der darf dann spielen und ist nicht für die Liga gesperrt. Das ist ein Drama hier in Spanien. Das ist echt ein Drama hier in Spanien mit diesen komischen Liga-Berechtigungen und Sperren und hau mich blau und Wir hatten sich so einen Blödsinn einfallen lassen. Wenn ich einen Spieler kaufe als Club, soll der auch spielen dürfen. Ist so bescheuert, wenn der nicht spielen darf. So, was sieht's denn hier aus? Bälle und Trikotstiften. Na, das ist flott gemacht. Da habt ihr 5000. Gibt's nicht alle auf einmal aus, wie auch immer. Jugendtrainer, soll mal hier coachen. Passt. Aber beim Training waren wir zugange. Was machen wir in der dritten Trainingsgruppe? In der dritten Trainingsgruppe machen wir Fitness und langfristig. Machen wir in der dritten Trainingsgruppe Fitness, ganz viel Fitness, genau, weiter geht nicht, okay. Und dann machen wir natürlich bei uns in der, da muss ich drauf klicken, bei Trainingsgruppen, machen wir natürlich das jetzt ganz clever, wir gucken nämlich hier, Fitness passt. Zack, 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 na komm rüber, zack. Fitness passt. Was passt nicht? Ne, passt zurzeit alles. Gut, dann holen wir den doch rüber. Ich glaube, es ist der einfachere Weg, als einen Trainingsplan zu tauschen. Position ändern. Und du bist Co-Trainer 1. So, da haben wir die zweimal getauscht. Und die Abwehr wird jetzt von einem trainiert, der besseres Spielertraining hat und der diese Eigenschaften wie Tackling, Manndeckung, Zweikampf, Doppelpass und so weiter. Wieso eigentlich Doppelpass? Wieso spielt die Abwehr? Wieso lernt die Abwehr eigentlich Doppelpass? Technik haben wir, Mental haben wir, Tackling haben wir, Manndeckung haben wir, Dribbling brauchen wir nicht, Kopfball brauchen die. So, der macht Fitness, der macht Kopfball, Schüsse, ja, das geht mir jetzt nicht aus dem Kopf.
Einfach ignorieren. So, ich sitze hier, denk nach und dieses Denken ist schön und gut, aber einfach ignorieren. So, wir haben das mal aufgebaut soweit, ein bisschen was abgeändert, wir haben mal überall reingeguckt, machen hier mal Logi Logi. Was verkauft sich am schlechtesten? Mauspads. Warum? Haben die keine Computer in Spanien? Spielen die keinen Fußballmanager? Brauchen die keine Mauspads? Ein Ball? Im Januar kaufen die im Januar einen Ball? Weniger Badeenden auch nicht. Ja, wir lassen das einfach mal so. So, Kartenverkauf, Sponsoring, alles drum und dran passt. Infrastruktur passt. Wieso bauen wir nichts? Können wir nicht bauen. Trainingszentrum Level 10 brauchen wir dafür. Das könnten wir ausbauen. Kostet allerdings 1 Million. Wellness Center, Verletzungszeit kürzer, weniger Verletzungen. Heimvorteil. Braucht medizinische Abteilung Level 5. Medizinische Abteilung Level 5 braucht Wellness Center Level 4. Dann bauen wir Wellness Center Level 4. So einfach geht's. So schnell entscheidet sich, was man dann am Schluss baut. So, Karriere, privater Bereich, alles super, alles duper. Traumfrau, wirklich. Also ich meine, glücklich wie am ersten Tag und das ohne, dass wir irgendwas machen. Die hat eine Geduld. Das ist echt der Wahnsinn. Guckt euch mal an, ja. Geduld 10, Ausgabeverhalten 1. Die gibt nichts aus, das sehen wir hier in der Übersicht. Die gibt nichts aus und die hat eine Geduld, macht uns keinen Stress. Das ist echt der Wahnsinn, das ist echt der Wahnsinn. Sie werden heute noch heiraten. Ja, coole Sache. Auf der Stelle, zack, bum, bang, 18.01. Jetzt haben wir ein Problem. Das kann ich euch sagen. Wenn wir jetzt einen Hochzeitstag am 18.01. vergessen, dann steigt die uns aufs Dach. Nee, Quatsch, die hat ja Geduld. So, also, was haben wir? Infrastruktur. Alles bestens. Dann wollten wir einen privaten Bereich. Ach so, nee, wir haben ja hier, ja, komm. Also, scheiden lassen. Nee, gerade geheiratet, scheiden lassen. Nee. Karriere. Ja, sieht alles ganz gut aus. Komm, drücken wir mal weiter. Hurtig, hurtig durch die Woche. Schon wieder 8 Minuten verquatscht hier. Red Bull Salzburg hat Interesse an Koray Günther. Mhm. Jugendspieler entdeckt. Torwart 52. Na, jetzt geht's aber los hier. Ja, gigantisch, oder? Torwart immer her mit. Jawohl, ja. Torwart verpflichten. Kaufangebot für Ruau. FC Santos will 12 Millionen zahlen für ihn. Na, dann komm mal her. Mugel ist wieder fit. Heißt der Mugel? Ich muss nochmal nachgucken, ob der Mongil heißt. Ja. Keine Spielberechtigung. Ich hab's mir fast gedacht. Wann kriegen die denn endlich? Das ist ja ein Drama. Das dauert immer so lang mit den Spielberechtigungen. So, Ruau, 12 Millionen wollen sie zahlen. Spieler möchte gern bei seinem Verein bleiben. Abbrechen. Sportgericht bestätigt Urteil. Kein Grund, warum wir die Sperre verkürzen sollten. Blöde Deppen. Ja. Darf nicht wahr sein, sowas. Ich guck gerade nochmal hier, ob der auf Ruau auf dem Transferliste steht. Nö. Minimale Ablöse, das passt doch hin und vorne. Das haben die sich... Minimale Ablöse auf Marktwert setzen und schon pom.
geht alles hoch. So, mal die Schnelleinstellung gemacht. Dann machen wir mal ganz flott wieder einen Tag weiter. Dann haben wir hier Gammes. Mit dem können wir verhandeln. Stammplatzkarte wie 4 Millionen. Was ist lächerlich? Der sagt, das Angebot ist lächerlich. Wollen die mich verarschen? Ey, Alter, du kriegst 4 Millionen. Das ist Verdopplung von deinem Gehalt zum Karriereende. Was glaubst du denn, wer ich bin? Wie viel müsste ich denn da? Der Balken gehört... Eigentlich dürfte er gar nicht angezeigt werden. 8,5 Millionen, damit der 3 Jahre unter... Haben die einen Schuss? Wer soll es bezahlen? Verhandlungen abbrechen. So, da haben wir den Guten. Was will der? Warum sehen wir das denn? Wir spielen doch hier auf schwer. Wir dürften das doch gar nicht sehen. Oh Mann, wenn wir das sehen, ist das so langweilig. Da bieten wir dem 2,5 und dann ist alles happy. Das ist doch, das ist ätzend. Nee, das, also. Ich meine, ich wäre jetzt blöd, wenn ich es nicht nutze. Wenn ich das sehe, dass ich dann ein optimales Angebot mache im Prinzip, aber. Boah, es dauert wieder ewig, hier das Maximum rauszufinden. 40 Millionen, okay. So, und da breiten wir mal das Angebot. Dann gucken wir mal. Ablöse akzeptiert und dann hier, ne? Da haben wir mal wieder offensiver Mittelfeld, 59, 17 Jahre. Wo ist er denn? 17 Jahre, offensives Mittelfeld, 59. Die sind noch nicht stark genug. Die sollen in der Jugend erstmal wachsen. Ups, die sollen in der Jugend erstmal wachsen. Und was passiert? Da kommt Barcelona und macht ihm ein Angebot. Jetzt muss ich wieder entscheiden, mache ich einen 2-Jahres-Vertrag mit 119.000, dann spielt er ab sofort in der zweiten Mannschaft, wo ich ihn gar nicht gebrauchen kann. Dort sitzt er dann nur auf der Bank rum. In der Jugend wird er spielen. Nein. Was will denn der bei denen? So, der wurde auf die Transferliste gesetzt, okay. Es ist doch echt ein Drama, oder? Ich meine, der hat schwache Nerven, kann Ball halten, okay, mädchenscheu, Also medienscheu. Ich muss es ganz genau aussprechen. Nicht mädchenscheu, sondern medienscheu. Sonst kommen wieder Kommentare, ob ich mädchenscheu gesagt habe. Nein, ich habe medienscheu gesagt. Ich würde euch ja gern mal alle sehen da draußen, wenn ihr Let's Plays aufnehmt. Ob ihr alles so aussprecht, wie ihr mir jetzt immer vorwerft, wie ich es machen soll. Ah, bin mal gespannt. Das wäre echt mal interessant zu sehen, was ihr so für Sprachfehlerchen habt, die euch gar nicht bewusst sind. Und wenn sich dann da mal 4, 5 Leute drüber lustig gemacht haben, dann bin ich mal gespannt, wie ihr darauf reagiert. Ist nicht so ohne, glaubt's mir. Man glaubt ja immer, man selbst macht keine Fehler. Ich kenne das, als ich Zuschauer war bei Let's Playern, habe ich zugeguckt und habe gesagt, Mann, das kann doch nicht sein, ist der so blöd, sieht er das nicht? Dann habe ich ein Let's Play gemacht. Habe ich mein eigenes Video angeguckt. Und dann habe ich gedacht, oh scheiße, Mann, bin ich bescheuert. Sieht er das nicht? Okay, wir akzeptieren die 21, was soll's. Spielerinfo. Fähigkeiten.
Zweikampf, Grätsche, Manndeckung, Sprungkraft, Robustheit. Alles auf 85, bitte. Und dann einen... spricht der Spanisch? Spanisch. Das ist ein Spanier. Logisch spricht er Spanisch. Wen haben wir denn gehabt, wo wir ein Angebot gemacht haben, der kein Spanisch gesprochen hat? Den Gason müssen wir loswerden. Der geht mir auf den Keks, der Gason. Der soll abdampfen. Dich brauchen wir nicht mehr. Wir haben bessere Spieler, Mann. Hau endlich ab. Ist auch ein Spanier, sprich auch Spanisch. Haben wir dem schon gesagt, dass er herzlich willkommen ist? Nee. So, jetzt haben wir richtig gute Innenverteidiger da mal, ja, und jetzt würde ich die gerne einsetzen. Und jetzt ist der Gason, der spielt und ist sauer, sauer, weil die zwei gekauft wurden. Ey, Alter, geh mir nicht auf den Keks, ja, dann dampf ab, such dir einen Verein. Nur ein großzügiges Angebot können den Spieler überzeugen. Verzieh dich. Problemkind. Also das ist wirklich, der ist schlimm. Der ist wirklich schlimm. Wirklich, voll den Stänker, den hätten wir nie holen sollen. Wahrscheinlich ist der schuld, dass wir so viel Tore kassieren, weil der wahrscheinlich da hinten rumstänkert und die Leute gegeneinander aufhetzt. Ah, und da kommen sie schon und wollen ihn kaufen. Ja, 8,5 ist er wert. Vertrag unterzeichnen mit Hamburg. Noch einer. Ey, das kann doch nicht sein, dass die jetzt alle auf unsere Jugendspieler losgehen und denen Angebote machen. Ey, das ist doch... Das hatten wir doch schon mal irgendwie, oder? Dass all unsere Supertalente plötzlich von allen Clubs dieser Welt umworben wurden und wir die Wahl hatten, ja, mach ihm ein Angebot oder ja, hab halt Pech. Und das ist doch bestimmt auch so einer hier, der nächstes Jahr noch keinen Vertrag kriegt, oder? Das ist, wenn das wenigstens Leute wären, die im nächsten Jahr einen Vertrag hätten. Ja, aber, ja, das ist auch wieder einer, der keinen Vertrag hätte nächstes Jahr. Mann, ist das zum Kotzen. Entschuldigung, wenn ich das sag. Wenn die mir die jetzt alle wegkaufen, wir haben keine Jugendmannschaft mehr da auf dem Platz stehen, dann kriege ich echt Plack. So, gucken wir mal, wen könnten wir gebrauchen von den Jungs? Eigentlich nur den hier, Rechtsverteidiger. Das ist der einzige, den wir gebrauchen können. So, nächste Saison, zweite Mannschaft, 3-Jahres-Vertrag. 250.000. Angebot. Ansonsten ist hier keiner so weit. Ich meine, wen soll ich denn da nehmen? Den da könnten wir vielleicht noch nehmen. Rechter Mittelfeldspieler. Wenn der auf der Bank 60er Stärke erreicht. Wenn der auf der Bank eine 60er Stärke erreicht, dann hat das was. Den setzen wir auch ein. Den lassen wir spielen. Was sollen wir mit dem anderen? Er entwickelt sich ja eh nicht. Und dann kriegt er am Schluss ein Angebot, wenn er gut ist, von Valencia oder Barcelona. Und dann muss ich wieder entscheiden, verpflichte ich ihn direkt oder hoffe ich drauf, dass er nicht geht. Und es kann ein Fehler sein, dass ich den jetzt nicht nehme. Weil stürmertechnisch sieht's in der zweiten Mannschaft gar nicht mal so rosig aus. Da haben wir eigentlich nur bescheidene Leute und alte Leute.
Das ist schon, ich weiß auch nicht, nervt ein bisschen. Diese ganzen Angebote von anderen Clubs, die nerven mich. Die nerven mich richtig. So, Gerson, ja, Vertrag unterzeichnen. Mir ist egal, wo der hingeht. Der soll nur weg, 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 weg. Vertrag unterschreiben. 8,5 Millionen und weg. So, UD, Las Palmas gegen Malaga. Und das sieht eigentlich ganz gut aus für uns von der Stärke her. Allerdings passt der Rest nicht am 21. Spieltag. Und die Gelbsperre, die macht uns schon zu schaffen. Ich würde gerne mal unsere Neuverpflichtungen einsetzen. Ja, das ist gar nicht, das ist, ich finde das gar nicht witzig, dass die irgendwie nicht eingesetzt werden können. Ich habe die Bank nicht voll. Wenn jetzt der Gerson vorm Spiel noch gewechselt hätte, ich hätte keine Innenverteidiger. Angenommen, angenommen. Der kommt gut zurecht. Zweite Transferperiode endet in einer Woche. Ja, ist mir egal. Was? Motivationslehrer 10.000. Ja, komm. Ihre Spieler gewinnen Moralpunkte. Wunderbar. Ganz toll. So, weiter. Wir machen ein Spiel. Habe ich die Einstellungen alle gemacht fürs Spiel? Ich bin neben der Spur. Ihr merkt's, ne? Ich bin irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ihr werdet jeden Zentimeter des Platzes umgraben. Gott. 21 Minuten. Ich habe so das dumpfe Gefühl, das Spiel gibt ein neuer Part.